Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Und was sehe ich hier? Maika will gegen mich im Fingerabschneiden gewinnen. Da hat er sich aber geschnitten, also noch nicht, aber demnächst. Oh, das Messer ist nicht gerendert. Das wird komplizierter. Ist das schön, dass das Messer nicht angezeigt wird. Dann, jetzt wird's angezeigt. Spielen für 10 Cent. Oh je. Werde ich ja alle verlieren. Und oben steht jetzt Message über der Zeit. Woher soll ich denn wissen? Komm schon, stich dich. Du bist ein Psychopath, du hast es verdient. Ja! Und? Scheiße. Oh je, jetzt bin ich drin. Jetzt muss ich mein großes Maul. So, au. Scheiße. Hab ich's drauf? Scheiße. Maika schlägt die Rundenanzahl von Arthur. Hat er gar nicht. Der macht das doch so langsam. Was für ein Arsch. Ich bin echt nicht gut in dem Spiel. Hab schon so viel Finger investiert und nix hat's gebracht. Ja. Zumindest sehen wir, wie er sich ein bisschen selber stupft. Fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Oh, wir können sogar vergrößern. Ah, der drückt W und D. Kein Wunder kriegt er das hin. So, jetzt machen wir es aber ganz schnell. Scheiße. W. Ja, so sollte es doch gehen. Immer abwechselnd. Nur nicht aus dem Rhythmus kommen. Ah, das habe ich aber diesmal gewonnen, oder? Scheiße. Ich bin so gut da drin. Ja, ich habe gewonnen. Mensch, Arthur ist so gut darin. Ich glaube, das ist jetzt die Entscheidungsrunde. Ach komm, da bin ich aber wesentlich schneller als er. Haben sie das eigentlich geändert, dass man nur zwei Tasten drücken muss? Ich dachte, dass man muss W drücken oder S und dann halt, dass es mehr Auswahl gibt als nur zwei Tasten. Weil so ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Also wir haben W. Irgendwie so im Rhythmus. Guckt euch an, wie schnell ich das machen kann. Es gibt nur eine Sache, die ich noch schneller machen kann. Scheiße. Wie ist. Wenn ich aus dem Rhythmus komme, dann wird das natürlich dann nix. Ja, fick dich doch. 20 Cent gewonnen, auf Wiedersehen. Thank you. Noch mehr Finger werde ich nicht riskieren. Aber das war ein persönlicher Gewinn. So, irgendwer wollte mit mir jagen gehen. Oh, hat sich erledigt. Charles ist schon aufgebrochen. Hallo, Bill. Dann können wir doch hier mit Pearson gleich mal fragen, was der eigentlich will. Oh, say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. Ganz ruhig. Schwertkampf. Ganz ruhig. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? Irgendwie laden gerade paar Texturen nicht. Die Dosen sind auch eher rumgeschwebt. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Damn mouthy, crazy goddamn fishwife. Enough, both. Ganz ruhig. Well, come with me then. You want to head out there, run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good.
You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Zatt are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on. Na sicher, Diggi. Are you coming with me then, woman? Ich glaube, die zwei mögen sich nicht. Also Pearson und Mrs. Adler. Shut your goddamn mouth. Ach, ich mag Mrs. Adler. Sie hat ja berechtigterweise einen guten Einwand gebracht. Ganzen Tag Gemüse schneiden wollte ich auch nicht. I guess. I ain't no scullion. And I sure as hell ain't taking orders from that sweating halfwit. I guess we all gotta do our share, Princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Oh, die hat zu viel Hirn für uns. Dear Aunt Kathy. You are something else. I haven't heard from you in some time. So I pray to the Lord above. Vorsicht! Normaler Auffahrunfall. Deswegen sollte man am Steuer nicht lesen. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. Wieso lache ich? Das ist bei mir ja genauso. Armer Pearson. Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus. Lauf doch nicht in den Weg, Mann. That's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells him to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. Hey, vorsichtig! Okay, here we are. So, what's the plan? Shoot the shopkeeper while you... Schieß doch erstmal auf den, der auf mich schießt. I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. Was macht der? Irgendwann muss man auch mal gut sein lassen. Rache hilft nicht. Buy some food to eat. And no guns. You sure? This time. Natürlich bin ich sicher. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Hey. Au, au. Sheriff, ich habe ein Problem. Ist hier nicht irgendwo der Sheriff? Das ist ein Gunsmith. Irgendwann müsste das Gesetz aber auftauchen. Ich darf hier keine Waffen hier drin verwenden. Au. Sheriff. Wo bist du? Komm, der müsste hier irgendwo... Bin ich blöd? Der war doch irgendwo hier. Au. 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 Oh, da ist ein... Vielleicht sollte er in die Bank kommen? Ja, die hat natürlich geschlossen. Ich brauche Hilfe vom Gesetz. Ganz mit Fast definitiv nicht. Ja, die sind hier. Ah, Sheriff, hier. Jemand zu Hause? Hi? Jemand zu Hause? Das ist nicht gut für die Missionszeit hier. Oder sein persönliches Zuhause? Da ist ein Doktor. Wo sind die Gesetzeshüter, wenn man welche braucht? Aber wenn ich mal rumballer, dann sind sie sofort auf meinen Fersen. Kann ich die nicht einfach fesseln? Könnt ihr noch abschütteln? Das wird die generellen Nerven beruhigen. Ja, muss man nicht mehr helfen. Tja. Ich brauch Hilfe, du schießt. Ich tue auch nichts. Well, I'll know where to find you. Das lief doch ganz gut. Das lief doch ganz
Bis jetzt. So, jetzt müssen wir aber mal zur Post was abgeben. Oh, was für ein guter Hund. Leg mal mein Lasso weg. So. Ganz schöne Schrittgeschwindigkeit, die ich hier drauf habe. Nein, ich habe nichts ruiniert. Da ist doch der Schalter. Servus. Bist du müde? Oder bist du der Falsche? Hallo? Nee. Ja, ich wollte mit ihm sprechen. Er wollte mich nicht bedrohen. Was habe ich dir getan, Kollege? Ah, Post verschicken. Ja, Pearson, hier. Die Firma, dank. Ich glaube, ich habe ein bisschen was bei der Mission versaut. Die reden nicht mehr so wirklich mit mir. Hallo, Mister. Naja, was soll's. War zumindest lustig. Hey, da ist einer betrunken. Ach. Dem scheint's noch gut zu gehen. Tja. Ich will doch nicht so doll rennen. Ich will nur ein bisschen rennen. In verminderter Geschwindigkeit. Ja, ja, so. Rauf auf den guten alten Karren. Mrs. Adler gibt wohl wenig Trinkgeld. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. Ja. Vorwärtsgang einlegen und los geht's. Ja. So, you get everything? Sieht lecker aus. And some new clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Ja, das glaube ich sofort. Well, nichts falsch damit. Ich bin nur so unmusikalisch. Wünschte, ich könnte irgendwas. I'm real sorry about what you, you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Was will die von uns? Treat me equal and no. Lageranfrage. Mundharmonika. Achso. Die will ihre Mundharmonika zurück. Oder irgendeine. Just don't kill the camp cook. Please. Wenn's geht. Hey there! Hey. Hi. What you folks up to? Just heading home. Ja. In Lemoyne Raider Country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. Das glaube ich nicht. Ja, das sagt Arthur auch. How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Ich mag Mrs. Adler. Oh. Nein. Ha, Treffer. Scheiße. Scheiße. Ah, Treffer. Roadkill. Ja. Treffer. Treffer. Keine. Okay, den können wir nicht umbringen. Vielleicht ist der wichtig. Weiß ich nicht. Wo ist denn der andere? Da bist du. Sag doch was. Und das in der Nähe des Camps. Ich glaub ja nicht. Nee, noch nicht. Scheiße. Alter, hat der ein Glück. Alter. Doch nicht. Ja, warte, ich muss noch. Ja! Hat geklappt. Looten. Ach, den kann ich nicht mal aufheben. Na gut. Ja, dann loote ich halt nicht. Mensch, mit Mrs. Adler würde ich mich echt nicht anlegen.
Schön für dich. Ja, echt. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you Ach, bestimmt nicht. Maybe. If he asks. Ach, die haben es bestimmt gehört. Das sind 100 Meter Luftlinie. Careful. Ich bin careful. Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. You wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. Das auf jeden Fall nicht. The mind boggles. Not a chance. Ja. Und eingeparkt. Ja, war aber knapp. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, we, Mrs. Adler did okay. At shopping? Mm-hmm. Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I will ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, ich kann auch mich aufpassen. I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Yeah, good. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Mm-hmm. Oh, Silber bekommen. Und das in der Mission, die am ehesten schief gehen hätte sollen. Weil ich mich nicht gut angestellt habe. So, will jemand im Camp was von mir? Nee, will mich nur ausrauben beim Pokerspielen. Ja, das tut mir leid. Ich würde dich sofort erschießen, wenn ich dich sehen würde. Nein, eigentlich nicht. I think I like you even less when you're friendly. You're the first person ever told me that. Ich mag dein Einschussloch oben im Hut. Hätte auch tiefer gehen können. So, achso, wird ja eh gerade dunkel. Ach, dann packen wir uns doch mal einfach hin. Alles gut bei euch? Alles gut bei dir? Muss hier keine Episode von Poltergeist werden. So, dann legen wir uns hin und dann will ich unbedingt mal zum Friseur. Waffenkoffer umziehen können wir uns auch. Wir haben doch so schöne Outfits. Und das andere liegt an ein paar Verbrechen. So, das sieht doch hier ganz Revolverheld anziehen. Und was packt man aufs Pferd? Das ist auf dem Pferd. Was ist noch auf dem Pferd? Pfeiltasten verwenden. Milisani. Okay, das vom Pferd entfernen. Mach mal doch mal den Verfolger rauf. So. Wunderbar. Und jetzt können wir uns kurz hinklatschen, um zu schlafen. Bis zum Morgen. Warum nicht? Ich bin auch müde. Ich werde sofort einschlafen. Ich glaube, ich habe noch keine Federkernmatratze hier im Spiel. Upgrade-Möglichkeiten sind also noch vorhanden. Und wir brauchen wieder eine Menge Geld. Wie viel haben wir eigentlich? Sah, glaube ich, gar nicht so ultra furchtbar aus. 700. Ja, das geht. Damit können wir was anfangen. So. Dann einmal schnell zum Pferd und dann auf nach Rhodes zum Friseur. Zumindest zu einem Friseur in der Nähe. Vielleicht ist Valentine auch wieder freigegeben. Wer weiß das schon. So. Dutch. Den Dutch kann ich noch etwas vertrösten. Dem seine Mission nehme dann demnächst an. Na, erstmal jetzt in die nahegelegene Stadt wirklich reiten. Und mal schauen, was da so geht. Vielleicht pfeife ich mir noch einen Schnitzel oder so rein. Wer weiß das schon. So. Hier haben wir doch die ungefähr über den Haufen geschossen. Die können doch nicht schon alles aufgeräumt haben. Irgendwas will ich doch looten. Na, egal. Sind das Pflanzen, die ich aufsammeln kann? Nee.
Aber das sind Pflanzen, die ich hier aufsammeln kann. Was ist denn das? Entweder Tabak. Ja, Tabak. Sammeln. Können wir unsere eigenen Premium-Zigaretten drehen. Apropos, ich muss mal wieder Inventarplatz freiräumen, indem ich rauche wie ein Schlot. Nur wegen den Bildchen. Tja, nur wegen den Bildchen. Zigaretten. Könnt ihr auch verkaufen. Ich glaube, verkaufen wäre sogar gesünder. Und bringt sogar noch Geld. Rauf auf Ferdinand. Obwohl es ein Mädchen ist. Trotzdem passender Name. Da haben wir eigentlich eine schöne Kutsche. Schöne Kutsche. Okay, der hat nett gegrüßt. Den können wir ja gerade gar nicht umbringen. Will nur mal da zum Lagerfeuer gucken, was sich da so rumtreibt in Campnähe. Hey, ganz ruhig. Ich schau euch mal von der Nähe an. Ganz ruhig. Maybe even help us. It ain't like this is going well. Was braucht ihr? Really? Ah, shit. Nothing to lose, I suppose. Come on. The truth is, mister, our last batch of shine didn't turn out so good. Das ist schade für euch. Locating some ingredients, we could reward you for your troubles. Ich mag Rewards. Natürlich. Sure, why not? You know, wild tobacco might give us the rich, habe ich gerade aufgesammelt. Flavor we are looking for. Really? Well, I have that on me. Go on, lazy bones. Toss the plants into the batch so we can test it out. Zielen. Ah, Tabak hinzugeben. So soll das sein. Ich glaube, dadurch schmeckt es aber nicht besser. So, und nu? Warten wir jetzt einfach. Darf ich euch looten? I'm gonna give this a taste. So schnell. Ich kenne mich nicht mit Schwarzbrennen aus, aber das hat ein bisschen zu schnell gewirkt. Konnte der Tabak doch gar nicht einziehen. Ich würde nicht aus dem Krug trinken. Well, ain't so tasty. But dang if I don't get a prickly feeling. Real sharp. Well, that sounds kinda interesting. Why don't we rest up a spell? And then whip up. Ja, ist ja schon 8 Uhr morgens, da kann man sich ausruhen. We got a rare victual in that chest there. Take it. I'd say you earned it. Very generous. Echt? Thanks. Danke, Dön. Ich krieg bestimmt jetzt eine übergebraten von hinten. Schwarzgebrannter. Kann ich nicht nehmen. Was muss ich denn wegsaufen, dass ich den nehmen kann? Guter Brandy, vielleicht. Hui. So früh am Morgen. Nee, ernsthaft, was ist das? Ich kann ja... Ah, schwarzgebrannter. Gesundheitstonika. Ja, ich sammel's nur auf. Ich habe ich nur auf. Jo, danke schön. Und Piratenrum. Ich danke euch, Jungs. Boah, Arthur geht aber noch überraschend gut geradeaus. Der verträgt ordentlich was. Sind das nicht Wildmühren? Ja, ihr auch auf euch. Ist gar nicht, dass Arthur so eine Schnapsdrossel hier ist und das aushält. Haben wir hier unten irgendwas Interessantes? Ich schätze nein. Ich schätze, die Antwort ist ein klares Nein. Ach, schade eigentlich. Vielleicht da oben, aber da kommen wir auch nicht hoch. Ich brauche doch die Premium-Zigarettenbildchen. Wir wissen, was dann passiert. Ich hoffe, das ist eine Vogelscheuche. Und viele Vogelscheuchen. Kann man mit denen interagieren? Kann ich die Kopfbedeckung nehmen? Ah, schade. Schade. Dachte, die haben irgendwann so einen coolen Strohhut. Ist es da hinten Stein oder eine Kuh?
Ich weiß, es ist eine dämliche Frage, aber ich erkenne es gerade nicht. Na gut. Ich tippe einfach mal auf Stein. So, jetzt aber nach Rhodes. Viel zu lang wieder abgelenkt worden. Und wie sicher ist sich das, dass ich da keine Waffen verwenden darf? Ich finde, das wäre eigentlich angebracht. Das ist zumindest meine Spezialität. Ah, ich glaube, auf den Turm können wir hochklettern. Oh, ist ja gleich neune. Gleich springen wir ja auf den nächsten Zug und rauben ihn aus. Wer weiß das schon so genau? Hat Rhodes überhaupt einen Friseur? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Dann suchen wir halt die nächste Stadt. Ich würde gern mittelschnell laufen. Na gut, dann renn halt. Dann renn halt. Sagen wir hier was zum Looten. Nö, hier unten nicht. Zumindest nichts, das ich auf Anhieb erkenne. Vielleicht sehen wir von oben ein bisschen was. Ich würde auf jeden Fall immer Zigarettenbildchen auf Türmen verstecken. Ich als Spieleentwickler. Ah, scheiße, die offenbar nicht. Die offenbar nicht. Also, da ist nichts von Interesse. Nö. Und nach unten. Sind ja weich gefallen. Und nicht so tief wie vermutet. Na gut, rauf auf den Goal. Oh, Loot? Oh, kein Loot. Auf Dixie-Klos gibt's nie was Tolles für mich zum Mitnehmen. Alle Geschenke da sind scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, haben wir hier noch irgendwas? Strawberry hat, glaub ich, einen Friseur. Was ist los mit dir? Das ist gut. Ah! Noch ein Veteran! Aber von der anderen Seite. Hey, Mister. Ja? Natürlich. Nur ein Dollar, ich hätte dir auch 10 gegeben. Well, thank you. Say, where you from? Ja. Ain't from around here. Yeah, it was you I'd leave. Warum? This town lost its goddamn soul a long time ago. Das ist mir egal. Other but nasty, miserable people. Yeah. Da gehöre ich doch dazu. The Grays moved here. A bunch of no-good white trash. Yeah, they somehow got rich about 50 years ago. They moved here, caused a whole heap of trouble. Yeah, I reckon they was Yankee spies during the war and everything. That's so. Yeah, sure. Okay, gut zu wissen. So, dann können wir erstmal unsere Zigaretten verkaufen. Servus, Mister. Beziehungsweise Howdy. You're new in town, Ja. Pretty self-explanatory. Feel free to browse goods and sundries on the shelves. There's a full range in the catalog right here. All right, freut but mich aber. If it has feathers or fur, keep it in the bag. Na gut. Keine Federn, kein Fell. So, wo sind die Zigaretten? Ich muss das mit Pfeiltasten machen, sonst komme ich damit nicht klar. Waffenöl, gemahlener Kaffee, Pferdewecker, Brandy, Bohnen. Keine Zigaretten hier. Also Zigarren sehe ich. Nee, aber das ist ja der Verkauf-Tab. Da ist ja alles aufgelistet. Entweder ich bin blind oder blöd. Have you ever seen such a clean and tidy store? Such a bored man? All right. Ja, schön hast du es gemacht, wenn es dir Freude bereitet. Okay, Zigaretten kann ich nicht verkaufen. Bestimmt illegal. Oh, okay, sorry. I just assumed you couldn't read. Wow. Was für ein Arsch. Ich könnte eine Kleidung kaufen. Outfits. Die sehen wir uns doch am besten mal an, oder? Naja. Alle Outfits. Was hat er noch da? Der Graf sieht jetzt aber nicht arg anders aus als das, was wir die letzte Zeit anhatten. Außer halt der Hut. Glücksspieler gefällt mir. Und Kavalier gefällt mir. Und es kostet insgesamt nur knapp über $200. So, kaufen. Und Glücksspieler, her damit. Das ist doch cool.
Nein! Erhöhe deine Ehre. So ein Scheiß. Bei meiner Ehre, die anscheinend nicht vorhanden ist. Jagd- und Angelzubehör. Vorräte aus neuen Munition. Was ist denn Jagd- und Angelzubehör? Geruchstarnungstinktur, Pflanzenfresserköder, Kaffee, Percolator, warum nicht? Taschenuhr, lebendige Würmer, her damit. Wie viel brauche ich denn? Seeköder, da können wir richtig schön angeln mit. Okay, das sind Pferdearzneien, die brauche ich nicht, ich reite ja so gut. Guter Reizdier. Oh, stimmt, ich kann mehr Munition aufnehmen. Füllen wir mal alles auf. So. Revolvermunition geht noch klar. Pomade. Haarwichse. Haarwachs haben wir noch. Und Haartonikum. Die braucht man relativ oft tatsächlich. Vor allem, wenn ich mich beim Friseur verklicke. Würde sagen, das reicht. Die Firma dankt. Freundlicher Ladensbesitzer. Und ich habe ein schönes neues Outfit. So, jetzt müsste man nur noch zum Friseur, weil so langsam ist die Länge des Barts nicht mehr vertretbar. Ich sehe aus wie ein Waldschrat. Wie ein krimineller Straßengauner. Und ich will, dass der erste Eindruck täuscht. Waffenladen. Vielleicht können wir mehr Geld ausgeben. Waffen reinigen. Ach, das ist ein tolles Pferd. Hätten wir aber schon ein paar Mal eine Option gehabt, so ein ähnlich aussehendes Pferd zu stehlen. Wer wollt was von mir? Ja, gleich. Hallo? Alles gut? Mister. Ah! I've been trapped down here. Why are you dressed up like that? I've seen some sick perversions in my time. This one might take the prize. Er sieht aus wie ein Matrose. You gotta help me. It's that crazy gunsmith. He made me dress up like this. He's got me chained to the goddamn bird. Okay. Unangenehm. Ich schau, was ich tun kann. Ich schau mal, was ich tun kann. Vielleicht kaufe ich erst was. Well, back right away. Na, du Perversling. Was hast du denn? Erstmal ein Katalog. Let me see what's available. Müssen ja erstmal ein Gewehr raussuchen, mit dem wir ihn erschießen. Dürfen wir zwar laut Dutch gerade nicht, aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Okay, alles im Besitz oder kann ich mir nicht kaufen? Abgesägte Flinten habe ich eigentlich schon. Da gibt es aber noch schöne Waffen. Okay, die Munition ist aber so gut wie voll, das haben wir ja gerade gemacht. Gehen wir mal nach links, vielleicht hat er noch eine coole Pistole oder so. Schofield Revolver und habe ich die Volcanic nicht schon gekauft? Double Action. Okay, keine Revolver erstmal für mich. Accessoire vielleicht noch, aber die habe ich auch gekauft. Ah, die Munition hat der andere nicht gehabt. Und verbesserter Waffengürtel. Ja, warum nicht? Gut, jetzt könnte man die Munition auch noch auffüllen, aber... Oh je, das heißt nichts Gutes. So, anpassen. Muss man Waffen noch reinigen. Nachladezeit. Sieht man das irgendwo? Auf der Schulter, auf dem Rücken. Wählen, Waffe reinigen. Okay, die nicht. Ja, die Volcanic-Pistol habe ich doch. Oh, die könnten wir tatsächlich mal anpassen. Metalle. Wer weiß. In Nickel wäre die doch auch nicht schlecht. So richtig im... Oder normales Eisen. Shit, ich vergesse immer, dass ich hier... Brünierter Stahl, dass ich mehrere auswählen kann. Oh, so in Braun hätt's doch was. Obwohl Braun in der Regel nicht das Ideale ist. Vor allem, wenn es um Parteien geht. Ja, die verdammten Yankees.
Wie macht man das denn? Abzug? Ich muss mich erstmal für eine Grundfarbe einigen. Also geschwärzter Stahl gefällt mir. Und dann können wir blaue Elemente nehmen. Da vielleicht auch noch geschwärzter Stahl. Visier dann. I make sure to test all my goods for quality and defects. Sehr schön für dich. Ein Abzug vielleicht auch blau oder vielleicht doch eher Silber oder Nickel, Eisenfarben. Theoretisch hat das eigentlich auch was. Silber. Auch wenn ja das irgendwie komisch angezeigt wird. Visier. Macht man das auch Silber? Nee, das macht man in dem geschwärzten Stahl. I keep away from the butcher's sausage. There's a reason he keeps the price so low. Okay, gut zu wissen. Ja, aber hier sieht Silber wieder scheiße aus. Oh, die Waffe ist schwer zu modifizieren. Dann machen wir eben alles in diesem Stahlgrau, außer den Abzug. Aber dann haben wir hier freie Farbwahl. Ach, was soll's. Bisschen Gold. Wunderbar. Sieht doch jetzt in Ordnung aus. Wir brauchen natürlich noch eine passende Lackierung. Vielleicht auch eher dunkler. Ja, zoomen wir mal raus. Was kommt denn einigermaßen gut? Boah, schwierig. Ich würde sagen, das hier ist ganz gut. Ist sie insgesamt halt dunkler, obwohl das ist, glaube ich, mein Lieblingsholz. Vogelkirsche, her damit. Sieht doch ganz gut aus jetzt. Gravuren, sind die überhaupt verfügbar? Achso, dafür. Where's my cut, huh? Das weiß ich nicht, Sir. Weiß ich nicht, wo dein Anteil ist. Wir könnten es gravieren lassen. Vielleicht nur auf dem Korpus, nicht auf dem Verschluss. Lauf. Ja, eigentlich fände ich Gravuren gar nicht so schlecht. Da könnte man aber vielleicht noch mehr freischalten. Das wäre gar nicht verkehrt gewesen. So. Und wie färbt man das jetzt ein? Auch im geschwärzten Stahl. $30. Nee, danke. Nee, danke. Schnitzereien in den Griff. Passt da tatsächlich was rein? Oh, gar nicht so schlecht. Ich mag die Adler eigentlich mehr, aber die Schlange oder der Skorpion hätte auch was. Der Puma ist auch relativ cool. So. Ja, das hast du mir gerade schon gesagt. Was haben wir denn noch eigentlich meistens dabei? Die Pump Action, die habe ich ja eh schon. Die gefällt mir eigentlich. Die gefällt mir eigentlich so. Ja, ja, das. Dafür bin ich ja hier. Ah, ich würde sagen, die Pump-Action ist gut genug. Dann erkennen wir die auch wieder. Das Jagdmesser brauche ich nicht. Die Rolling Block. Das ist gar nicht so schlecht. Reinigen. Dekoration. Achso, das ist mein Sniper. Wie macht man die? Die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus in Silber. 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 Hammer. Vielleicht im geschwärzten Stahl, so als Kontrast. Nee. Mach mal die auch mal komplett Silber. Visier. Oh, das sieht in komplett Silber nicht so gut aus. Ah, das im geschwärzten Stahl. So. Lackierung. Palisander, das ist wieder Vogelkirsche, finde ich relativ cool. Vielleicht passt aber das hier Schwarznuss, passt doch auch relativ gut. Und hier Bubinga auch. Das war Mesquite. Das ist Vogelkirsche. Ah, dunkel wird mir zum Visier passen. Na, ich würde sagen, ich nehme Schwarznuss. Das sieht doch jetzt relativ gut aus für eine Sniper. Können nochmal drüber schauen. Ich weiß, bisschen falsch dafür. Aber wenn man den Lauf nochmal
Oh, so in Schwarz hätte es aber auch was. Oder in Blau. Ah, wir haben ja noch andere Waffen. So, die ist Silber. Das gefällt mir. Dann haben wir das Warmengewehr. That gun seems to be well taken care of. Ja, danke. Komponentenlauf. Drall, was macht denn der Drall? Hey, you know, that gun could use a Reichweite. Really kann schon mal aufhören zu labern. Ich kann ja nicht mehr verstehen, was ich hier sagen will. Ja, verbessertes Visier ist dran. Zielfernrohr. Ist das lange wahrscheinlich besser. Schaft. Ist mir eigentlich egal, die Maserung. Komm mit beiden klar. Ja, nimm mal die Breite, was soll's. Schutz. Vielleicht Leder, so als Jagdding. Mensch, habe ich wieder viel Geld verbraten. Ist egal. Die, da schauen wir noch, dass die gescheit aussieht. Wenn wir schon dabei sind. Was eignet sich denn für Warmint? Vielleicht dieser Eisen? So eine Mischung aus Eisen und Schwarz. Na, hier vielleicht brünierter Stahl. Hammer, wieder eher Silber. Oh, das kommt gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Zielfernrohr. Das ist schwierig. Vielleicht auch Silber. Ich weiß, sieht ein bisschen komisch aus. Abzug auch Silber. Finde das jetzt gar nicht so schlecht, bis auf das Visier natürlich. Das könnte man... Ja, macht man das so und dann entscheidet man beim Korpus noch. Also ich habe jetzt viele Sachen Silber gemacht, die eigentlich... die eigentlich Eisen sein sollten. Ja. Schön für dich. Also so blau hätte es eigentlich auch was. So, dann muss man den Hammer noch auf Eisen setzen. Visier auf... Oh, blau könnte was werden. Nee, wir nehmen hier das. Und hier Eisen. So, dann sieht die doch fast gut aus. So, dann noch das Holz. Und ich würde sagen, wird schwer. Vor allem mit dem Blau, das... Ah, so ein dunkles Holz wahrscheinlich. Dunkle Walnuss. Oder Ebenholz. Ebenholz, oder? Bin ich komplett dämlich? Nee, Ebenholz. Was ist denn ein Ebenbaum? Ich habe gehört, dass jemand über diesen Salesman, Virgil Fish, etwas... And the Yankee sympathizer is the least of it. Okay, dunkle. Ich habe hier nicht das typische Kirschding, oder? Ich habe Ahorn. Ich habe Mesquite. Nehme ich Mesquite, aber dann muss ich nochmal über die Lackierung. Ich weiß, mein Geld geht dahin. So, Corpus. Corpus Delicti macht man wahrscheinlich auch einfach so schwarz, würde ich sagen. Oder Eisenfarben. Nee. So, jetzt bin ich zufrieden mit der. Sehr gut. Stück für Stück. Lenkesser kann man, glaube ich, reinigen. Für 30 Cent. Gar nicht so schlecht. Springfield reinigen, das ist auch relativ gut. Ich glaube, hier brauchen wir auf jeden Fall ein Zielfernrohr. Mal ein längeres wieder. Das ist dann die zweite Sniper. Lauf, Drall, immer den guten. Immer mit Trall schießen. Schafft. Nö, ich bin zufrieden mit der Maserung. Nicht, dass wir uns am Ende dann wieder das nicht leisten können. Lederschutz, da haben wir wieder weniger Auswahl dann, was wir machen können mit den Farben. Ich weiß, es ist gerade sehr viel Waffendekoration. Wird in der Folge auch nicht mehr viel anderes geben. Ja, das macht man noch fertig. So, was haben wir hier? So komplett... So komplett schwarz nochmal. Hätte eigentlich was. Visier muss natürlich dann... Ah. Finde ich jetzt eigentlich nicht so verkehrt, dieses Schwarz und das Holz. Ein Abzug. Mach mal den Abzug. Den sehen wir ja eigentlich eh nie. Muss ich ja ein bisschen verkünsteln. Würde tatsächlich sagen, den machen wir auch einfach...
Schwert zerstört. So, mit der Waffe bin ich eigentlich schon rundum zufrieden. Vielleicht noch eine Gravur. Also keine Gravur, sorry. Eine Schnitzerei. Was nehmen wir? Hirschbock. Ja, Spock wäre gar nicht so schlecht. Ist ja ein bisschen Sniper. Wir nehmen den Hirschbock. So, die Waffe ist richtig cool geworden, die mag ich. Da müssen wir am Holz auch nichts ändern. Warmend, abgesägte Flinte, Doppelflinte, Pump Action. Habe ich nicht noch mehr? Kettleman Revolver vielleicht noch. Den verwenden wir auch relativ häufig. Ist aber auch nicht der beste. Oh. So richtig schön Gold machen als Scheißwaffe. Schauen wir uns das mal in komplett Gold an. Oder wenn der Korpus schwarz ist, oder so leicht brüniert, und der Rest Gold. Da sieht scheiße aus. Was ist, wenn der Korpus auch noch Gold ist? Ja, warum nicht? Die Waffe werde ich eh nicht arg verwenden. Jo. Das passt. Nur noch $200, wie ist das passiert? Können wir den bedrohen? I want to see what's in that basement of yours. Show me. Right now. Nothing no worse down there, I swear. Ja, das wäre nicht wertvoll, hat mit uns aber geredet. Komischerweise mit keinem anderen. Nothing to hide. I've got my boy sleeping down there. It's such a shame to wake him. Ja, ja. You can always come back after he wakes up. Ich glaub, der ist wach. You should stay away from me. Now what I tell you about talking to your pa? Wait. Oh, thank God. Okay, now. Jo. Kann ich dich nicht fesseln? Wunderbar. Hey, kein Schuss, der sich löst. Don't take him away from me. He's all I got. Please, don't listen to that maniac. He ain't my. Why are you wearing that sailor suit? That crazy maniac put me in it. He thinks I'm his kid's son. Kidnapped me, he did. Do I look like a kid? Ein bisschen. Always in such a rush to grow up these days, aren't they? Ja. Was muss ich jetzt machen? Erstmal plündern. I can't lose him. This is very not kind of you. Please, you Zeichnung des Sohns. I can't spend another day down here. Oh. Vielleicht hat er starke mentale Probleme und das wird mir dann sehr leid tun. How the hell can I be his son? Kann ich dich losschneiden? Hallo? Achso, die Kette. Never getting out of here, am I? Doch. Oh, thank you. That sick son of a bitch kidnapped me, made me pretend to be his son. I owe you for this, mister. Ja, auf jeden Fall. Kann ich hier noch was looten? Ich wusste gar nicht, dass man die noch losschießen müssen. Ich weiß, er war gefesselt, aber ich dachte, da kommt ein Trigger. Das tut mir leid. Was hast du da? Abgegriffener Kettleman Revolver. Nee, da habe ich ja gerade einen goldenen. Du bleibst erstmal hier unten liegen. Ich würde schon jemand finden. Ich raub dich noch aus. Ich raub dich einfach noch aus. Hoffentlich kriege ich mein ganzes Geld wieder. Ja, natürlich. Kaum was in der Kasse. Ja, leck mich doch. Ja, dann muss ich mich hier weiter umsehen. Geht's dahin nach draußen? Schöne Pferdebilder. Nicht mal das kann ich looten. Ach komm, ich habe so viel Geld hier gelassen und jetzt... Jetzt habe ich das per Karte bezahlt und kann es nicht mitnehmen. Haben wir hier noch irgendwas? Oh. Ah, oh, Scheiße.
Keine Waffen. Na, scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung. Kopfgeld $10. Leck mich am Arsch, weil ich für 10 Cent Munition mitgehen hab lassen. Naja. Naja. Aber wir haben wieder was Gutes getan. Wir haben sehr schöne Waffen. Ich reite mal wieder eine Klippe runter. So, das Kopfgeld müssen wir irgendwann bereinigen. Aber für $10 wird sich da niemand auf den Weg machen, um mir auf die Finger zu klopfen. Ist also alles nochmal gut gegangen. Ja. Feines Pferd. Und ich würde sagen, das war mal wieder ein weiterer wertvoller Tag für Arthur Morgan. Da wollte ich eine komische Mischung aus Arthur und was auch immer machen. Ist egal. So. Das ist doch ein perfekter Ausblick für das Ende der Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.